Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder was Besonderes für euch. Es geht darum zu ergründen, wer die wirklich schlimmsten und effizientesten Gegner von Harry Potter waren. Letztendlich ist das hier auch kein subjektives Ranking. Es geht wirklich darum, anhand der Faktenlage zu erklären, welche Gegner ihm wirklich das Leben schwer gemacht haben. Und es ist natürlich nicht die klassisch einfache Antwort zu sagen, dass es tatsächlich ein Voldemort war. Wenn man darüber nachdenkt, war Voldemort im Prinzip gegenüber Harry gar nicht so effizient. Gegenüber anderen kann man das anders darstellen, aber ihm gegenüber konnte er nicht wirklich viel vollbringen. Seine fanatischen Gefühle und sein unfassbarer Hass haben dafür gesorgt, dass er sich primär selbst im Wege stand. Dumbledore hat das mal im fünften Buch gut geäußert. Seine schiere Angst vor dem Tod steht ihm selbst in den Weg. Wenn er erkennen würde, dass der Tod nicht das Schlimmste sei, könnte er viel effizienter sein. Das Problem ist aber, seine Grundparanoia haben ihn natürlich auch in diese Position geführt. Eine Prophezeiung, die dann auch noch dafür sorgt, dass es heißt, dass einst ein Auserwählter kommen würde, der ihn auch noch besiegt, hat nicht gerade förderlich dafür gesorgt, dass er irgendwie diese Paranoia ablegen konnte. Zudem natürlich auch noch die Tatsache, dass er nicht in der Lage war, Harry wirklich zu töten. Bei so ziemlich jeder Gelegenheit stand ihm irgendwas im Weg. Sei es der Lebensopferungsschutz, sei es die Tatsache, dass sie durch Blut verbunden sind, sei es unter anderem auch der Aspekt, dass er ihn versucht hat, mit seinem eigenen Zauberstab zu töten und so weiter und so fort. Wenn man das Grundszenario anders betrachten würde, wäre das vollkommen anders dargestellt. Denkt mal drüber nach. So gesehen ist tatsächlich eher Harry Potter die Nemesis für Voldemort als andersrum. Im Prinzip hat er es geschafft, obwohl er viel weniger Talent besitzt, viel weniger Ressourcen und sehr viel weniger Anhänger, ihn in jeder Hinsicht zu besiegen. Und das hat halt auch schon den Aspekt nochmal untermauert, dass Harry Potter im Prinzip eine größere Gefahr für Voldemort darstellt als andersrum. Die Prophezeiung hatte so gesehen recht. Und heute wollen wir über die Leute reden, die wirklich eine Gefahr dargestellt haben, die ihm wirklich das Leben zur Hölle gemacht haben und die sowohl effizient als auch intelligent genug waren, ihre Pläne perfekt zu vollziehen. Man kann das Ganze auch chronologisch betrachten. Wenn wir das strukturell von Anfang an durchgehen wollen, könnten wir schon bei Leuten wie zum Beispiel einem Gilderoy Lockhart anfangen. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn wir nochmal darüber nachdenken, kann man ihn schon rein prinzipiell als Antagonisten bezeichnen. Rein von der Grunddefinition her stand er ja irgendwo dem Protagonisten im Weg und hat sich dann auch in jeder Hinsicht widersprüchlich verhalten und seine Herangehensweise war vielleicht nicht grundböse, aber unglaublich egozentrisch und das Ganze hat natürlich hinderlich für die Story fungiert und somit ist er rein logisch gesehen auch irgendwie eine Art von Antagonist. Nicht vergleichbar natürlich mit einem wahren Antagonisten, aber für den Anfang ist das schon mal einen Grundaspekt, den man hier beachten muss. Schlussendlich hat sein Unterricht auch dafür gesorgt, dass man sich eigenständig mit den Lernmaterialien auseinandersetzen musste. Das Ganze mag vielleicht für die meisten Leute ein bisschen einfach klingen. Wenn man als Beispiel in der 6., 7. Klasse ist, natürlich in Hogwarts, dann lässt sich das Ganze einfacher betrachten und somit wäre dann auch die Idee von Dumbledore, man muss sich auch selbstständig mit seinen Sachen auseinandersetzen und seinen eigenen Unterricht vorantreiben können und natürlich auch in der Lage sein, zu reflektieren, dass nicht jeder Lehrer im Grunde imstande ist, jemanden wirklich zu unterrichten, macht das durchaus aus Sinn. Dazu kommt noch die Tatsache, dass den meisten dann auch die Prüfungen erspart geblieben sind und somit hatten sie es dann prinzipiell sogar leichter und konnten sich viel mehr mit eigenen Ideen auseinandersetzen. Es gab dann nicht wirklich diese glanzvollen Beispiele, wo dann Leute zum Beispiel die Animagus-Fähigkeit erlangt haben oder zum Beispiel zum Auror geworden sind. Wir wissen bestätigt, dass es tatsächlich eine 4 Jahre lange Pause nach Tonks gab und somit macht das dann natürlich dann weniger Sinn, in die Richtung zu denken. Dennoch ist es hier ganz interessant, dass man auch davon ausgehen muss, dass das unter anderem Erst- und Zweitklässler betrifft. Das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste wird natürlich direkt auch relevant und es ist so gesehen auch eine Art von Hauptfach, deswegen kann man das hier darauf zurückführen, dass Dumbledore sich in jeder Hinsicht falsch verhalten hat und Gilderoy Lockhart wirklich irgendwo der Story im Wege stand und somit ist er prinzipiell gar kein schlechter Antagonist sozusagen, weil er natürlich es geschafft hat, systematisch alles zu stoppen und dafür zu sorgen, dass Harry nicht weitergekommen ist. Dann hat er auch noch versucht, hier den Amnesia-Fluch anzuwenden. Das Ganze ist natürlich nach hinten losgegangen, im wortwörtlichen Sinne, aufgrund des Zauberstabs von Wands. Aber für den Moment wäre es sogar eine plausible Möglichkeit gewesen, dass er an dieser Stelle in der Lage gewesen wäre, unsere Protagonisten zu besiegen. Klingt hart, ist aber tatsächlich so.
Des Weiteren haben wir natürlich andere Feinde, die man nicht als wirklich Antagonisten bezeichnen kann, weil sie mehr als Laune der Natur bezeichnet werden können, die Dementoren. Wir wissen natürlich, sie sind eine Art von Sinnbild für Depression. J.K. Rowling hatte die Dementoren in einer sehr schlimmen Phase ihres Lebens erschaffen. Ich denke, diese Tatsache dürften die meisten von euch bereits kennen. Ihre Mutter ist verstorben und sie hat das versucht irgendwie zu kompensieren und hat dann die Dementoren erschaffen. Daraufhin gab es natürlich auch noch einen weiteren interessanten Aspekt, dass sie halt dann sehr viel Schokolade gegessen hat und das Ganze hat sie wunderbar in ihr Werk mit eingebaut, mit Remus Lupin natürlich. Und darüber hinaus muss man aber trotzdem sagen, die Dementoren waren schon irgendwo ein sehr effizienter Feind. Sie standen immer wieder unseren Protagonisten im Weg und sie haben es auch geschafft, einiges dabei anzurichten. Unter anderem natürlich der fast schon tödliche Sturz bei den Quidditch-Spielen und die Tatsache, dass man toleriert hat, dass sie so nah an die Schüler vordringen können, war auch nicht unbedingt förderlich. Ich weiß, dass Dumbledore mehr oder weniger nach der Agenda lebt, den Ding ihren Lauf zu lassen, um zu gucken, was passiert, aber das war schon irgendwo eine relativ gefährliche Situation und ich finde das irgendwo auch nicht tolerierbar. Letztendlich ist dieses Spiel schon gefährlich genug und dann noch Dementoren einzubauen, wissentlich, dass sie eine gewisse Affinität für Harry Potter haben, ist dann schon sehr leichtsinnig gewesen. Sie haben es aber, wie gesagt, auch geschafft, hier unseren Protagonisten relativ interessante Wege zu stehen und dabei auch einiges zu leisten. Deswegen muss man sie ja auch lobend erwähnen, was das angeht zumindest. Des Weiteren haben wir natürlich einen der besten, wenn nicht sogar den besten Antagonisten aus der gesamten Storyline. Man kann ihn tatsächlich als den effizientesten und somit besten Todesser bezeichnen. Die Rede ist von Barty Crouch Junior. Und ich weiß, den meisten Leuten ist er nur so beiläufig ein Begriff, die zum Beispiel ausschließlich die Filme gesehen haben. Die Buchleser dürfen da einiges mehr wissen. Die Tatsache allein, dass er es nur mit Peter Pettigrews Hilfe geschafft hat, Mad-Eye Moody in seinem Haus zu überwinden, ihn unter den Imperius-Fluch zu stellen, ihn nicht zu töten, das ist nochmal schwieriger, als ihn nur zu töten, in Anführungsstrichen natürlich, aber Tatsache ist, es entspricht halt wirklich in dem Fall der Wahrheit. Und dann noch hat er es geschafft, einen der größten und mächtigsten, wenn nicht sogar den mächtigsten Zauberer aller Zeiten, so effizient zu täuschen, dabei in Hogwarts den wahren Mad-Eye Moody gefangen zu halten, ihn konstant unter einem Imperiusfluch zu halten und dabei auch noch einen förderlichen Unterricht zu betreiben. Witzigerweise als kleiner Fun-Fact, der Unterricht, den er vorangetrieben hat, hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass man eine gewisse Resistenz zum Beispiel für den Imperiusfluch entwickelt und das Ganze hat Harry später das Leben gerettet, kann man sagen, weil er sich dann daraus befreien konnte und das kann man auf den Unterricht eben zurückführen. Sehr interessant. Das heißt, er war dann dazu noch ein sehr guter Lehrer. Dazu kommt auch, dass er überaus intelligent ist. Er hat es geschafft, tatsächlich mit 12 ZAGs abzuschließen. Das haben neben ihm gerade mal zwei andere bekannte Leute geschafft, zwei der Weasley-Brüder. Und in dem Fall muss man dann wirklich hier hoch anpreisen, wie gut dieser Mann ist. Ich sage immer noch, dass er im Haus Ravenclaw war. Ich weiß, viele tendieren in die Slytherin-Richtung, macht aber für mich keinen Sinn. Seine eigenbrötlerische Art und die Tatsache, dass man bei ihm immer von jemandem gesprochen hat, der sich für die dunkle Magie interessiert und sich so mit den Todessern auseinandersetzt, das Ganze als eine Art von, ich sag mal, Lernmaterial betrachtet, erinnert eher zum Beispiel an Quirrell, der ebenfalls ein Ravenclaw war. Und aufgrund des Wissenssources hat er halt dann nach Voldemort gesucht. Und in dem Fall, in Barty Crouch Junior zum Beispiel, kann man ähnlich darauf zurückführen, dass er sich mehr für diese Machenschaft interessiert hat, weniger aber da wirklich aktiv präsent war. Macht sogar für mich Sinn, einen Barty Crouch Junior hier im Haus Ravenclaw einzuordnen, würde zu seiner Art passen, würde zu seinem Verhalten passen und sein erweiterter Vaterkomplex hat natürlich dann diese extreme Affinität für Voldemort noch mehr gesteigert. Sein Talent und seine Effizienz stehen in jeder Hinsicht außer Frage. Wir müssen aber sogar noch einen Schritt weitergehen. Vergleichen wir zum Beispiel mal mit einem anderen Todesser, der ebenfalls sehr viel Vertrauen seitens Voldemort zumindest temporär genossen hat. Lucius Malfoy hat die Aufgabe bekommen, die Prophezeiung zu beschaffen. Zumindest in erster Instanz musste er sich dafür eigentlich nur mit ein paar 15-jährigen Schülern auseinandersetzen, während zum Beispiel Bellatrix Lestrange, Anthony Dolohoff und andere sehr mächtige Todesser dabei waren. Und ich weiß natürlich, im Nachhinein ist auch der Orden des Phönix aufgetaucht, aber in erster Instanz zumindest war das seine einzige Aufgabe. Und er hat es in jeder Hinsicht versaut. Ich weiß natürlich, dass es schwierig ist, eine Bellatrix Lestrange zu kontrollieren. Anders als im Film zum Beispiel war Bellatrix nochmal energischer, Harry zu töten und hatte direkt Flüche auf ihn abgefeuert und Lucius musste das Ganze dann auch ein bisschen stoppen. Ich weiß, dass sein Charakter immer auch so ein bisschen im Wege steht, dass er halt nicht ganz grundlegend böse ist, aber wirklich ganz ehrlich, er hätte so viele Gelegenheiten gehabt, das Ganze anders zu lösen. Er dachte halt nur, dass er intelligent genug ist und überlegen genug ist, das auf eine souveräne Art zu lösen. Er hätte Gewalt anwenden können und es hätte vielleicht sogar funktioniert. Aber naja gut, seine Methodik hat sich als, ich sag mal, uneffizient herausgestellt.
Was aber Barty Crouch Jr. angeht, hat er seine Aufgabe mehr als perfekt gemeistert. Er hat alles geschafft, dabei noch einen perfekten Unterricht betrieben und Harry letztendlich durch das Trimagische Turnier gelotst und ihn sogar indirekt zum Gewinner gemacht. Das Ganze war wirklich eine absolute Glanzleistung. Heißt, Effizienz steht außer Frage. Und naja, das Antagonistenpotenzial ist hier ganz hoch, weil es der einzige Film ist, der wirklich damit irgendwie ausgeht, dass die dunkle Seite einen wirklich hundertprozentigen Sieg hat. Ich weiß natürlich, im sechsten Teil ist Dumbledore verstorben, aber das Ganze wurde auch noch so ein bisschen kompensiert, weil dabei auch noch die Idee von den Horcruxen entstanden ist und zumindest hatte man dann so eine Grundrichtung. In dem Film, beziehungsweise in dem Buch, war es aber tatsächlich nur so, dass das Einzige, was wirklich passiert ist und das resultierte, war teilweise für die Protagonisten noch eine schlimmere Situation und für die Antagonisten ein absoluter Sieg in jeder Hinsicht. Das Imperium schlägt zurück, kann man sagen. Was aber jetzt zum Beispiel das fünfte Buch angeht, haben wir einen weiteren Antagonisten, der auch nochmal viel schlimmer war als die meisten, die man hier sozusagen in der Form verbildlichen würde. Auch Bellatrix Lestrange, die es geschafft hat, hier Sirius Black zu töten, war für Harry Potter nicht wirklich so gefährlich, wie es ein Cornelius Fudge zum Beispiel war. Dieser Mann hat systematisch seine Diskografie auseinandergenommen. Dazu noch Dumbledores Verhalten, was nicht gerade förderlich war, Harry zu isolieren und das Ganze noch mehr zu bestärken. Ich meine, Voldemort wollte wirklich, dass er sich isoliert fühlt und sich vielleicht sogar ihm anschließt, dass er irgendwo seinen dunklen Kern entdeckt, wäre für ihn das Einfachste gewesen. Aber Harry hat es geschafft, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Nur Cornelius Fudge mit seiner Agenda war das Schlimmste, was in dem Moment passieren konnte. Er wurde offen als Lügner betitelt. Während das für einen Dumbledore völlig egal ist und er damit leichtfertig umgehen kann, weil er nun mal hundertprozentig überlegen ist, ist das für einen pubertierenden Schüler nicht gerade leicht. Ganz so extrem, wie es im Film dargestellt wurde, was zum Beispiel Ron Weasley angeht, war es tatsächlich nicht. Hermine hat vielleicht ein bisschen mehr ihr eigenes Ding gemacht, das mag sein, Ron Weasley ist aber hundertprozentig loyal. Die Filme haben diesen Charakter echt nicht gut getan. Das ist mehr als eine Situation zu, aber da will ich jetzt nicht hundertprozentig drauf eingehen. Es geht nur darum zu erklären, zumindest was Ron angeht, gab es einiges an Förderern und das Ganze wurde ja auch nach und nach immer mehr ein bisschen ausmanövriert und umso mehr Voldemort getan hat, umso mehr haben die meisten Leute auch dann gezweifelt, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber zumindest für den Moment war Cornelius Fudge eine wirkliche Gefahr und hat es wirklich geschafft, die Storyline sehr stark zu behindern. Und das Ganze noch mit einer weiteren Person, die es noch mal krasser gemacht hat. Die Rede ist natürlich von Dolores Jane Umbridge. Ein unfassbar cooler Charakter. Einer der wenigen Personen, wo ich zu 100% sagen muss, die filmische Darstellung ist das Beste, was dieser Person passieren konnte. Eine Wahnsinns-Schauspielerin, diese rosa Performance, dieses das ist absolut genial gewesen. Natürlich allein diese Blicke, diese Gestiken, die Mimiken, dann dieses Nicht-Lügen, dieses aktive Foltern, aber so unterschwellig, dass man es eigentlich nicht mitbekommt. Das war eine wahnsinnig, wahnsinnig starke und krasse Agenda. Irgendwo auch eine gewisse Erinnerung an, ich sag mal, Strukturen aus unserer Geschichte, gerade aus unserer deutschen Geschichte. Auf jeden Fall hat sie es geschafft, das Ganze perfekt umzusetzen und ein System zu fördern, was tatsächlich nur aufgrund der Effizienz sozusagen vorangetrieben werden sollte. Disziplin und Ordnung. Das ist halt nun mal ihre Hauptagenda. Eigentlich hasst sie Kinder, dennoch, wenn sie es halt so diszipliniert haben kann, ist es für sie eine bessere Welt. Und das hat sie auch perfektioniert umgesetzt. Zumindest für den Moment war sie wirklich eine unfassbar gefährliche Antagonistin, die sehr weit gegangen ist. Ich meine, der kontinuierliche Einsatz von Veritaserum, das aktive Foltern vieler Schüler, die ihrer Agenda im Weg standen, waren nur zwei der Dinge, die gezeigt haben, wie weit sie bereit ist zu gehen und wie gefährlich sie sein kann. Deswegen, Dolores Jane Umbridge war wirklich jemand, der unserem Protagonisten in jeder Hinsicht im Wege stand und ihm das Leben erschwerte. Des Weiteren natürlich können wir das auch chronologisch so fortführen und jetzt wird es halt nochmal interessanter. Wenn wir zum Beispiel vom sechsten Buch ausgehen, gibt es ja so gesehen, zumindest für den Moment, scheinbar keinen richtigen Antagonisten. Interessant ist aber nur, dass man davon ausgehen kann, dass sich Harry hier in diesem Teil mehr oder weniger selbst im Wege stand. Es war so ein bisschen eine Art von Switch. Wenn man zum Beispiel jetzt sagen würde, Malfoy wäre potenziellen Antagonisten in diesem Teil, würde ich das Ganze aber ein bisschen anders darstellen wollen. Ich finde tatsächlich, in diesem Film kann man von so einer umgekehrten Perspektive ausgehen. Tatsächlich war Malfoy schon irgendwo gerade imstande, Böses zu tun, was er auch unter Beweis gestellt hat. Auch wenn er am Ende gezögert hat, hat er zumindest hier
durch verschiedene Kleinigkeiten, unter anderem natürlich vergiftete Getränke oder ein verfluchtes Amulett, versucht, Dumbledore aktiv zu töten. Das waren aber, wie Dumbledore es auch schon gesagt hat, eher schmächtige Versuche. Während andere wahrscheinlich direkt davor gegangen wären und auch wirklich versucht hätten, Avada Kedavra als Beispiel bei einem Dumbledore zu nutzen, hat Malfoy das eher so ein bisschen aus der Deckung raus versucht und wollte auch nicht wirklich ins Fadenkreuz geraten. Aber dennoch war es auch irgendwo schwierig. Letztendlich ist Harry in diesem Buch sehr viel Gutes widerfahren. Er hat inniger mit Dumbledore zusammengearbeitet, was wirklich sein Mentor war. Slughorn hat ihn unter seine Fittiche genommen, hat ihn immer mehr gefördert. Er ist Teil des Slugclubs geworden. Er hatte das Buch des Halbblutprinzen, was eine absolute Win-Condition im Bereich der Zaubertränke ist. Während Malfoy vieles versucht hat und dabei immer noch versucht hat, seinen Notenspiegel zu halten, den Auftrag bekommen hat, Dumbledore zu töten, ständig unter der Beobachtung von Todessern stand, Voldemort faktisch im Nacken hatte und sich dann noch mit Harry auseinandersetzen musste, das ist, wie gesagt, eine schwierige Situation, da von der Perspektive auszugehen, dass man hier von Gut und Böse sprechen kann. Man muss ehrlich sagen, Draco Malfoy hat sein Schicksal nicht gewählt. Ihm ist Böses widerfahren. Er hatte immer nur Mentoren wie Bellatrix Lestrange, die im Bereich der Reglementik ausgebildet hat. Narcissa und Lucius sind jetzt auch nicht gerade Sinnbilder von guten Personen, überhaupt nicht. Und dann auch Voldemort, der ihn mit so einem Auftrag betraute und ihm auch Vertrauen entgegengebracht hat. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass er sich komplett mit sich selber auseinandersetzen musste, dieses Jahr bestehen musste und dabei diesen Auftrag erfüllen musste, während Harry ihn noch systematisch sozusagen versucht hat, daran zu hindern. Wie gesagt, es ist schwierig, er hat trotzdem versucht, Böses zu tun und Harry hat versucht, das Ganze aufzuhalten, aber aufgrund der Perspektivsache macht es das für mich so interessant. Deswegen ist es hier schwierig, von Antagonistenpotenzial auszugehen, weil es wirklich so ein bisschen beidseitig war. Harry hat auch nicht wirklich Gutes getan. Ich meine, klar, im Film war es ein bisschen anders, im Buch hat Malfoy tatsächlich versucht, den Cruciatus-Fluch anzuwenden bei dem kleinen Kampf, aber Sectorum Sempra, was für Feinde gedacht war, direkt anzuwenden, war auch nicht gerade eine gute Leistung. Sie standen sich so ein bisschen beide im Weg und letztendlich von Gut und Böse hier zu sprechen, ist für mich in diesem Teil schwierig. Gut, mit dem siebten Teil hätten wir dann eigentlich nur noch die gesamte Todesserschaft und Voldemort als potenzielle Antagonisten und hier habe ich ja schon geäußert, das ist für mich schwieriger. Es standen nicht mehr wirklich diese Art von Widrigkeiten im Wege. Wenn man das hier wirklich gleichsetzen möchte, was ein Voldemort getan hat, wie weit er vorgedrungen ist und was er wirklich Harry an sich antun konnte, zumindest im Nachgang, dann ist das nicht vergleichbar mit dem, was wirklich andere geschafft haben. Dolores Jane Umbridge als Beispiel, Barty Crouch Jr. Ich meine, was denkt ihr? Ganz ehrlich, es gibt sehr viele verschiedene Darstellungen und sehr viele verschiedene Perspektiven. Dieses Werk bietet auch sehr viel Potenzial, was das Ganze angeht. Und für mich gibt es halt deutlich gefährliche Antagonisten als Voldemort, wenn man von der Grundperspektive ausgeht und wenn man von dem ausgeht, was zum Beispiel wirklich dem Protagonisten widerfahren ist und wer wirklich der Storyline so ein bisschen im Wege stand. Was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wer wieder mal so nett war und so cool war, bis hierhin zuzuschauen, was mich sehr freuen würde, schreibt doch mal gerne den Hashtag Feind in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde, habt einen schönen Tag und macht was draus.